So Leute und herzlich willkommen zum sechsten Spieltag der Newcomers Pokémon Liga. Wir spielen heute gegen den ersten, gegen Jimmy. Er hat die ersten vier Spiele souverän gewonnen. Letzte Woche hat er übel reingeschissen. Ich glaube, er hat 6-0 verloren. Wir versuchen die schlechte Form von ihm und unsere gute Form von der letzten Woche. Wir konnten letzte Woche unseren zweiten Sieg einfahren, mitnehmen und sehen mal sein Team. Er hat die Spinne dabei, die sehe ich nicht so gerne. Ravigator, Akani, Kikli, Gengar und Zapdos. Er hat sein Kyurem dabei zu Hause gelassen. Das ist sehr interessant, aber sage ich nicht nein dazu. Wir schauen mal, was unser Lead sein könnte. Er hat keinen Regen dabei, deswegen ist Kermit mit unserem Swift Swim auch relativ sinnlos. Aber so, wir starten mit Janera. Ich hoffe, es geht sich erst mit sich zeitlich ausgehen. Ja, ich meine, außer Kikli und vielleicht Ravigato ist Janera in Ordnung, deswegen. Let's go, wird schon passen. Ich wünsche Jimmy viel Glück und auf einen spannenden Kampf. Und er startet auch gleich mit Ravigator. Der hat natürlich einen sehr gefährlichen Abschlag. Der hat sehr gefährliche Tarnsteine. Das ist alles nicht so wahnsinnig cool. Wir könnten unsere Tarnsteine rausbringen. Die bringen uns eigentlich ganz viel, weil der drei Gesteinsschwächen mit hat. Im Notfall verlieren wir unseren Evoliten, aber Janera ist trotzdem bulky as fuck, deswegen legen wir einfach mal die Tarnsteine. Und er geht auf Knockoff, okay. Boah, es macht viel Schaden. Der wird vermutlich offensiv sein. Also entweder ich habe irgendwas verschissen mit der... mit den Werten. Weil ich habe den Spitzhammer auch verkackt. Aber eigentlich ist das schon unser Chancy Set. Okay, wild. Ja, dann muss der aber gebandet sein. Sonst wird der nie so viel machen mit seinem Abschlag. Ist gut zu wissen, weil dann können wir uns einfach jetzt mal healen und er muss eigentlich rausgehen. Hä? Wieso hat er so viel Damage gemacht? Well, gut, dann liegen auch bei ihm jetzt die Tarnsteine. Ah, Life Orb, okay. Gar nicht gesehen. Das macht natürlich viel mehr Sinn. Da könnte jetzt ein Close Combat kommen, der uns rausnimmt. Da könnte noch ein Abschlag kommen, der in unserem Baum recht weh tut. Deswegen glaube ich, wäre unser Expert ganz okay gegen den. Könnte natürlich auch ein Boden-Move kommen, den wir dann zunichte machen. Mal gucken. Vielleicht kurz zu meinem Teambuilding. Ich habe meine zwei S-Diamants zu Hause gelassen mit Knackrack und Kramer, die waren bisher immer mit. Das war ein bisschen eine Verzweiflungstat, einfach weil ich gegen den ersten Spiel und ich denke einfach, dass der spielerisch der bessere ist. Jetzt kommt der Knockoff. Boah, es macht alles so viel Schaden.
Und ich wollte dann einfach ein bisschen überraschen mit Monstern, die er vielleicht nicht unbedingt gesehen hätte. Deswegen. Ja, was tun wir da jetzt? Roost. Dann könnte Erdbeben kommen. Der setzt uns schon ziemlich hart unter Druck. Not gonna lie. Wir roosten mal und hoffen, dass er den Erdbeben nicht setzt. Weil es ist natürlich, könnt ihr schon sehen, dass wir jetzt roosten. Ist jetzt nicht so schwer zu predikten. Und dann würden wir natürlich heftig Schaden kassieren. Aber er geht nochmal für Knockoff, okay. Und er kassiert weiter Chip. Chip ist Chap. Wir machen mit Brave Bird noch nicht so viel Schaden, dass wir ihn rausnehmen können. Deswegen bin ich im Überlegen, einfach Superfang oder einfach nochmal Roost. Ich glaube, wir roosten nochmal. Ja. Das war es jetzt vielleicht nicht so. Und er kriegt einen Boost. Aber okay. Wir sind schneller mit Keldeo. Sind wir Keldeo schneller? Sind wir auf den gespeed creept? Keldeo ist auf 168. Jo, sind wir. Der ist jetzt auf plus 1, das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, ich gehe eher trotzdem auf. Was sind seine Switch-Ins in unser Keldeo? Ja, Arcanid. Ich glaube, ich gehe in Ra. Und wir klicken Hyper Voice. Das sollte auf jeden Fall killen. Außer geht auf Gengar, das hoffe ich jetzt mal nicht. Das wäre sehr ungut. Mal schauen. Okay, er bleibt drin. Und das war's. Gut, dann steht es 5-5. Wir haben unseren Kill auf Elessart, was gut ist für die Killrangliste. Das ist jetzt der 9. Kill dieser Season. Damit dürfte er relativ weit vorne dabei sein. Und es wird kein 0-6. Das ist doch auch schon mal was. Bin gespannt, was er jetzt als nächstes bringt. Ich könnte mir vorstellen, dass Gengar reinkommt, weil er halt schneller ist. Er sieht unser Life Orb. Ich denke, das ist am. Ja, oder Kikli? Ah, oh, Kakani, okay. Da wird es normalerweise der Move sein, draus zu gehen. Ich schätze mal nicht, dass der Scarf ist. Wir haben kein minus 1 bekommen, das heißt, der ist wahrscheinlich Flashfire. Und wir könnten natürlich auch paralysieren. Na, aber ich weiß, falls ein physischer Move kommt, dann sind wir halt weg. Deswegen werden wir dann wohl switchen. Sehen wir auch, dass er nicht Scarf ist, sondern Zitrusbeere.
könnten jetzt in Kermit gehen. Denken nicht, dass Akan jetzt so viel gegen den machen kann, gegen den Bree. Toxic könnte kommen, Close Combat, okay. Das macht schon viel Damage, uff. Uff, 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 uff. Das war viel Damage. Die Frage ist, ob wir... Wir könnten dann natürlich jetzt den, gegen den Nahkampf in Baum gehen. Die Frage ist, ob wir danach von ihm einen Feuermove leben und das bezweifle ich ehrlich gesagt. Deswegen könnten wir vielleicht mit einer Min-Roll den nochmal lebenden Close Combat. Wir sind auf 82 KP. 44%. Ja, wäre wahrscheinlich uns killen. Ah, das ist ungut. Wir sind schneller. Ah, okay, das ist nice. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich meine, wir sind offensiv, aber ich dachte schon, dass der auch ein bisschen Speed Investment hat. Aber dass der weg ist, das nehme ich mit. Damit hat auch vielleicht nicht so gerechnet, weil ich Branovats normalerweise immer defensiver spiele und auch letztes Mal defensiv gespielt habe. Aber nimmt man mit, sage ich. So, aber Quanit, ich weiß leider nicht den neuen deutschen Namen von dem, deswegen sage ich, Quanit ist reingekommen. Da kann man auch einfach mal einen Rocksaddle draufzimmern und hoffen, dass er vielleicht flincht. Kann sein, dass er die Sticky Webs legt. So, aber so ein Flinch, den nehme ich schon mit. Oder ein Crit. Okay, wieder noch Sticky Webs. Well. Ja, Sticky Webs sind suboptimal wegen Keldeo, wobei Keldeo sowieso wahrscheinlich langsamer wäre als Gengar im Endeffekt und später. Deswegen, ja. Damit kann man leben. Falls er rausgeht, können wir jetzt noch einen Knock-Off, sonst ist das jetzt ein Kill. Jo. Das war's dann auch mit Araquanid. Oder mit Aragog, genau, Aragog ist der Name. Ja, es ist ein heftiges Böller-Match, also. Bisher das schnellste Match in der Season. Bisher hat sich das alles am Anfang immer ziemlich gezogen. Aber jetzt nach kurzer Zeit steht es halt schon 5-3 und wir haben ein Disconnect. Och nee. Och nee, Disconnect. So, Woody. Muss jetzt nicht sein. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind back wie englische Rücken. Hehe, weiter geht's. Wir haben das einfach nachgespielt. Beim Nachspielen ist Kermit leider gecrittet worden vom Nahkampf von Akane, genau. Ist halt bitter, aber hoffentlich wird es vom Spielverlauf jetzt nicht so viel ausmachen. Er ist jetzt in Zapdos gegangen. Was will er denn mit Zapdos? Was hat er vor? Was hat er vor? Ich meine, er könnte natürlich U-Turn drücken oder so, oder Defog. Wir können den eigentlich auch actually abwerfen, weil er wird uns nicht mehr viel bringen. Deswegen drücken wir einfach Rock Slide. Mal schauen, was er macht. Hurricane, der trifft leider. Schade, 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 schade. Hätte ich gern gesehen, dass er nicht trifft. Aber komm, 70%, der muss treffen normalerweise. So, da. Wir gehen jetzt, denke ich, wieder in Genera, ja. Und ja, der Crit hat jetzt endgültig nicht gemattert, also Gott sei Dank, das ist jetzt wenigstens das. Erspart geblieben.
Wir werden jetzt versuchen, den jetzt zu toxiken, in der Hoffnung, dass er nicht auf Gang rausgeht. Was er nicht tut. Oh, Metal Sound. Das ist stark. Metal Sound ist richtig stark. Wir treffen dafür unseren Toxic. Gott sei Dank. Und hat Brunusbeere. Oh shit. Das ist jetzt kritisch. Das Ding ist halt, der macht uns immer noch nicht so viel Damage. Der macht uns immer noch keine 50%. Der Hurricane. Deswegen gehen wir einfach nochmal auf Toxic. Er trifft. Ja, okay, macht vielleicht auch 50. Oh, wir kriegen die Verwirrung auch. Bitte triff, Genera, bitte. Bitte, bitte, bitte. Und triff. Ja, danke. Du bist es. Ein Machermon. Gott sei Dank. So, er könnte jetzt nochmal Hurricane drücken oder Donnerblitz oder so. Das würden wir natürlich abfangen mit dem, aber ich weiß nicht, wie defensiv der ist. Was wäre jetzt am klügsten? Also im Baum zu gehen, klar ist es nicht. In Kälte gehen auch nicht. Wenn wir jetzt drin bleiben, sterben wir wahrscheinlich. Weil wir auf minus 2 sind und so. Und all that stuff. Deswegen glaube ich, wäre es am klügsten, in Helesad rauszugehen, weil wir auch noch zu verwirrt sind. Und uns. Also die Misschance plus unsere Chance, dass wir uns selbst Schaden zufügen, ist einfach zu groß. Deswegen glaube ich. Ich hoffe, dass es ist jetzt in den rausgehen. Kritisch. Und wir sind auf minus 1, das habe ich vergessen. Ah, shit. Und da kommt Antikraft. Oh, shit. Der wird jetzt wahrscheinlich weg sein. Miss. Ah, trifft wieder. Ist natürlich bitter, dass er dreimal trifft. Und ob Genera jetzt mit 73 noch was überlebt. Ich wage es zu bezweifeln. Miss, er trifft doch wieder. Ach komm. Und wir überleben nix. Mann. Kannst doch einmal missen, oder? Du Scheißzapters. Keine Brunusbeere mehr. Er stirbt jetzt aber sowieso im Gift. Wir protecten einfach. Jetzt hat er noch Kikli und er hat noch Gengar. Und die sind beide sehr ungut. Wie
Ich spiele mir das jetzt am besten. Es steht, glaube ich, 2-2. Ja, steht 2-2. Er hat Kikli und Gengar. Gengar überlebt keinen Poltergeist, das ist klar. Wir sollten eigentlich nur von dem überleben. Außer ist Gewalglast, dann überleben wir nichts. Wenn Kikli kommt, dann kann der Knock offen. Wenn er offensiv ist, was gut sein kann, dann kriegen wir ziemlich viel Damage und kriegen unsere Brunusbeere nicht mehr wieder. Können aber immerhin hoffen, dass der Poltergeist ausreicht. Was schon sein kann. Das ist jetzt einfach unsere Hoffnung. Leech Seeds wären es nicht, glaube ich. Na, das ist klar, das wär's nicht. Und Hornleech. Hornleech? Hornleech. Das ist die Frage. Weil ein Two-Hit ist es. Ich glaube, dass es Holzgeweih jetzt ist. Oh, es kommt Bullkörper, okay. Dann wär's vielleicht. Ja, unsere Chancen, einen Knock auf jetzt zu überleben, sind nicht mehr so groß. Jetzt drücken wir Poltergeist in Hoffnung, dass es reicht, dass wir überleben. Bitte überleben, bitte sei geil. Ja! Ja, Baum, ja! Jetzt bitte noch treffen. Ja! Und das reicht, bitte. Es reicht, ja, nice. Sehr nice. Und jetzt kommt halt noch Gengar, gell? Das ist halt auch nochmal schwierig. Gengar ist auf jeden Fall schneller als Keldeo. Und Keldeo tankt nicht genug, glaube ich. Oh oh, das könnte jetzt nochmal schwierig werden. Shadow Ball, ja. Das war's mit dem. Und wenn der jetzt nicht... Er hat Black Sludge. Er hat Black Sludge. Das ist noch nicht vorbei. Wir haben noch eine Chance. Und es ist jetzt... wobei, jetzt mit den Tarnsteinen. Ah, es wird ganz eng. Das wird richtig eng. Weil ein scheues Full Spätz Attack Shadow Ball macht 43 bis 50%. Und wenn er zwei schlechte Rolls erwischt, könnte es reichen. Das ist eben die Frage. Sword Stance ist jetzt egal, weil wir sowieso den jetzt einfach zweimal ins Gesicht ballern. Uff, uff, uff. Jetzt kommt Shadow Ball. Jetzt werden wir gleich sehen, wie viel das macht. Das macht wenig. Das war schon mal nice, dass das so wenig macht. Vielleicht ist es nicht mal volles Investment. Der Crit ist jetzt eigentlich null matternd, weil der... Na, wobei, hat er gemattert? Ich weiß es nicht. Ich bin aufgeregt. Jetzt nochmal Liquidation, bitte. Überlebt es einfach irgendwie, nicht gecrittet werden. Komm, Keldeo, du bist es, komm. Nein, und er crittet mich, nein. Oh no. Ich kann's nicht glauben. Er crittet einfach. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
unlucky. Sehr unlucky. Schade. Ich finde, wir haben es echt passabel runtergespielt. Eigentlich wär's. Also ich bin. Ich wüsste jetzt nicht, was ich groß anders machen hätte sollen. Ach scheiße. Ach, warum denn? Ja, Glückwunsch, Jimmy, zum Sieg. Ach, es tut weh, es tut einfach nur weh. Macht es gut.